Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hillbilly TV unterwegs. Heute sind wir wieder auf der Messer- und Bogenmesse in Eisenbach, Tag Samstag. Es schüttet aus Eimern, ist klar, im Schwarzwald. Heute mit dabei BFG aufgesammelt. Er wird heute hier der Moderator an den Messerständen machen. Heute machen wir eine Messershow, morgen machen wir eine Bogenshow. Also komm mit, sei dabei, hab viel Spaß. Also, los geht's. Naja, natürlich. Die BFG hat neue Zahnstocher. Also, er läuft schon. Naja, natürlich läuft schon. Ja, so, Neckknife, ne? Ja, Neckknife. Souvenir von der Bogen- und Messermachermesse. Ja. 2013 in Eisenbach und es regnet wieder mal. Ja. Gebraucht aus Federstahl, handgemacht. Von einem Verstorbenen. Stammt aus einem Nachlass vom Secondhand-Händler. Ja. Federstahl. Kannst du es nicht umschleifen? Ja, umschleife vorne, ein bisschen spitzer mache und eben wieder neue Anschliff, weil das gebraucht und leider schon ein bisschen lediert, aber macht ja nichts. Schön in der Hand. Sehen wir da noch endlich wieder mal einen BFG-Spezial-Messertest dazu? Ja, ja, auf jeden Fall. Das lassen wir uns jetzt nehmen. Also, und Zweistier können wir ja noch kurz. Zweistier habe ich auch günstig geschossen. Kleines Nummer 2? Ja. Schönes kleines Gebrauchsmesser. Wunderbar.
Mit Unrat hier. Ja, was hat der recht? Die Frau ist, die hat rechts Messer dabei, gell, Maus? Was hast du da dabei zum Steakschneiden? Jawohl. Super. So, einmal Original Titansburg. Dann einmal französische Handmade-Produktion. Das ist ein Dreizack-Kobutan mit Schuhlöffel. Und die Dinger sind super spitz. Genau. Aber cool, gell? Das sagt mir gar nichts. Ist das Kohlenstoffstahl? Oder? Werkzeugstahl, niedrigstehender ja. Werkzeugstahl, 1% Kohlenstoff. Mhm. Ein Mangan und etwas Wolfram mit. Ja. Wie ist der Kunde? Ist er eher zäh oder eher biegsam? Hat verschleißfest mit einer guten Zähigkeit. Ja. Traumhaft. Wunderbar. Das ist aber so schön. Das ist ein N96 von Böhler. N96, das sagt man schon, ja. Das ist der N96. Ja, also extreme Ratio nimmt er, glaube ich, auch, ne? N96. Im Prinzip der Kobalt liegt hier in 44C mit ein bisschen Kobalt. Ja. Was kostet das? Das kommt auf 300 und ich ziehe drauf, nicht mehr, weil das 30 mit der Scheide. Du hast da KX dafür oder was? Lederscheide. Lederscheide. Die muss aber hochgehen bis um die 550 Grad im Anlauf. Ja. Der wird er erstmal weicher und ab 500 Grad wieder härter, sozusagen über 60 Grad. Ja. Er bietet den Chromkapitel aus. Die Stahlmatt ist nicht weicher, er bietet aber Kapitelstellung aus, wie in den Stahlmatt für den Fleiß fester macht. Das heißt, er wird zäher und nochmal härter. Was dann der Leib ist, aber die Rotten. Also, ich bin Heinz Schinzelhoff aus Neu-Ulm und ich habe jetzt gerade zur Kuba-Vorstrophe. Klasse. Und jetzt wollte ich gerade mal ein Messer von mir zeigen, weil ich immer die Video von ihm mal gucke und finde immer toll. Da habe ich gedacht, komm, wenn du den Sieg scheut, dann zeigst du mal ein Messer, wo ich habe. Also jetzt war mein Jetzt haben wir hier die EDC-Check. Das ist also, ein CT, ein 550er. Ganz normal ist eigentlich, ja, von der Seite, aber von Cuscadi. Ja, geil. Was haben wir da für Holz drauf? Was ist das? Das ist so Rosenholz. Rosenholz, ja, muss es sein. Mit so verschiedenen. Ja, geil, das ist irgendwie so zusammen gemacht. So, ja. Das ist irgendwie zusammenkleimt oder klein, gut geschnitten. Das habe ich gesehen auf der Seite von Cuscadi. Und da war noch eins drin, da haben wir gedacht, ah, komm, zack, musst du gleich kaufen. Sieht klasse aus. Und bei eurem Messer, wo ich jetzt vor kurzem kaufen, vor 3 Tagen, da war schuldig du schuld. Da war ich wieder schuld. Da warst du schuld. Weil das war das Messer vom Sascha Thiel. Ja. Das hat mir auch so gut gefallen, damit ich dachte, das muss ich mir. Habe ich heute nicht dabei, ne? Das muss ich mir auch zulegen. Und gestern wäre es gekommen, aber ich war beim Arbeiter. Und heute nur. Ui, das ist der Spider-Co, genau. Das Paramilitary. Oh, genau, das Paramilitary. Ja, toll. Die sind gerade so super schwer zu kriegen, das ist wahnsinnig. Echt, oder? Ja, die produzieren sie gerade irgendwie, ne? Die sind so beschäftigt mit neuen Modellen. Also, was mir jetzt nicht so gefällt, an dem, das ist der runde. Ja, das ist der Spider-Co-Typ. Jetzt von dem Sascha Thiel, da gefällt mir das. Das längliche Loch ist mal was anderes, weil die heißrunde Dinger, die sind halt echt wie Sand am Meer. Aber dafür habe ich schon was anderes heute gekauft auf der Messe. Ich war keine 5 Minuten da, habe ich das erste Messer kaufen müssen. Echt? Ui. Oh. Hier von einem jungen französischen Nachwuchsmesser. Ja. Musst du mal aufmachen, du brauchst 2 Hände zu. Echt, oder? Ja, das ist eigentlich ein. Ui. Das slippt schon. Ui. Dann bringt ein eigenes Papierelement mit. Das ist super. Blauer Papierstahl und auf jeder Seite nochmal 5 Lagen weicher Stahl laminiert. Das sieht ja okay aus. Das ist schön. Das ist super, ja. Schön. Das ist was anderes. Sieht jetzt aus wie feststehendes Messer. Ja, ja. Genial. Da keine 5 Minuten da, habe ich schon Kohle ausgegeben. Ja, ich auch. Das fängt ja gut an. Na gut, okay, jetzt meins, wo ich heute kaufe, das freut ihr auch noch. Den schon. Ja, logisch. Oha. Genau, haben wir uns gestern gekauft. So. Mit der Masch. Alles schlecht, genau. Und deshalb, was sind so Fakten? Ich glaube, Kamelklor oder so. Kamelklor. Aber fühlt sich gut, ne?
Sieht aus wie der Schlag aus. Ich probiere. Ich finde sie gut. Ein Messingbacken. Oh ja, doch. Geil. Schön. Das ist richtig so brutal glatt. Sauber. Schöner Stahl. Netz groß, also kann ich wirklich genau schön. So, 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 so genau. Super. Ja, so muss es sein. Also ich habe gesagt, wenn wir von der Messe weggehen, da brauchen wir kein Licht, da strahlt er. Geile Sache. Ja, genau, das ist noch ein Kollege von mir, das ist auch ein Messer-Fan, kann man sagen. Ja, wir wären immer mehr, Chris. Nicht so ein brutaler, so ein Hardcore wie ich. Wird noch. Aber, naja, bei mir war es eigentlich mehr, sagen wir mal, eine Geldfrage. Weil ich bin auch ein Uhren-Fan. Und bei den Uhren, ja, da bin ich jetzt langsam in Regionen gekommen von 5.000 Euro. Und das ist dann irgendwo. Hört so wie auf. Irgendwo hört es dann auf, da muss man dann sagen, nee. Okay. Okay, danke für das Interview. Ja, ich danke dir auch. Okay. Kinder, zeig mal her, was habt ihr hier für ein cooles Lanyard? Wow, stark. Mit Regenbogenmuster, zeig mal Verschluss. Ja, geil, richtiger Verschluss. Wow, super, ha? Aber gerade einen anderen Verschluss. Cool, habt aber ein schönes, hey. Sind Sie in Ordnung? Ja, ist geil. Das ist auch geil. Ja, das kurze mit dem Griff sieht aber auch nicht schlecht aus. Hier. Das sind alles Katzen-Eis. Ja, sehr gut, die Katzen-Eis. XT70, XT80 Stahl. Guck mal, so Puma-Style. Ja. Oh, super, der. Geil. Oh, guck mal, die Speerspitze. Ja. Das ist Saufänger, Saufeder. Ja, ja. Boah, guck dir mal die Folder an, die sehen aber auch massiv aus. Ja. Lieber Scholle, du. Das ist schick. Ja, genau deine Kragerweite, ja. Gell? Noch schöne Lederarbeit. Ja. Ja. Das kostet erst 290. Guck mal, Foldermasch, selbst die Kräfte. So, Messing-Einlage. Spinework, schick. Ja, und guck mal, kleines Schnell. Spacing. Ja, das wäre so dich direkt das Kleine. Finger weg. Sie sind scharf. Oh, wie klein das ist. Aus der Mast. Ja, Wahnsinn. Ja, das wäre genau das richtige Spielzeug für dich, Erik. In der Klinge, in der Maschklinge drinnen. Guck mal, das ist cool. Das ist cool, ne? Jawohl. 320 Lagen der Mascht. Wahnsinn. Die halbe Ritterausrüstung. Räubermesser, Beile. Achtung jetzt. Oh, jetzt kommt aber was, du. Boah, lecker, super. Guck dir den Damasch an, hey. Das ist toll, ne? Wahnsinn. Geiles Teil. Jo. Er kostet schon mal 20 Euro so ein Messer. 20 Euro? Kann schon mal 20 Euro kosten, ne? Knapp. Jetzt gib mal Gas, hat er gesagt. Ja. Yeah. Das ist mal das größere Verhältnis zu der Hand. Okay. Damit man das mal sieht. Ja. Ach nee, darum. Der sind voll Damask, gell? Ach was. Ja. Und dann noch ein Damaskmesser? Ja. Na. Ey, irre. Und da ist ein Schwert drin. Ein Schwert. Ja, geil. Das ist ja der Hammer. Und dann noch ein Damask. Das kaufen und das aufkaufen. Ja, das ist ja die Dirkwalle an, Erik. Ja, Wahnsinn. War wegen der Beschäftigung. Echt? Ja, ja, wir merken es gerade schon, bei manchen Ständen war ein langer, harter Winter. Ne? Die tollsten Sachen wurden da gebaut. Ja, Wahnsinn. Ein böser Vergleich. Da musst du auf Makro-Modus umschalten, damit das noch siehst du. Dein Finger irre, jawohl. Ja, Wahnsinn. Ja, die sehen aber auch abgefahren. Das ist dann ist hier noch ein Käsemesser, das allein stehen bleibt. Ich wollte gerade sagen. Das war schon eine Zeitung jetzt. Wunderschöne Käsemesser. Oh, das wäre was für mich, dieser Käse. Mosaikpins. Ja. Käsemesser. Ja, vom Feinsten. Seid ihr auch Messer machen? Nee. Nee, nur bestaunen. Ja, das ist mir klar. Echt? Ja.
Da sind wir. Wunderschöne, leichte. Für die Fahne, Messer. Oh, schön. Ja, guck mal, ja, das ist eine richtige hier. Jetzt habe ich Kartoffelstahlgläser, dabei steht der Carbonstahl. Ich dachte, was da denn? So, Thomas, ne, hast du ein neues Feschbaumesser? Ja, mir geht das gut. Ja, na gut, wir haben so ja, ich sage, ich tue die noch komplett umarbeitet, das Teil, und dann machen wir mal ein Video raus. Checke ich mir das mit dem Kiffen aus. Aber es ist einfach geil. Ja. Ein Gag, finde ich schön. Ja. Was für ein schönes Messer. Das ist AT-34. Black Forest Knives. Ich habe mal vor ein paar Jahren noch einen Meter von 6 mm gekriegt. Ja. S90 V. Gibt's eigentlich nicht mehr. So. Und, so geil. Ich habe den Schützer. Volle Parameter in 6 mm. Ja, ja, das war praktisch so ein normaler Messer von mir, ja. Die ich halt einfach in Giga dimensioniert. Ja, ja. Und da mal noch so, weil das ist so ein Zwischending, so zwischen ja, Kochmesser und Kentmesser. Ich meine, ist natürlich auch ein Preisunterschied. Ich meine, die, wo ich da gemacht habe, die in 300 Euro kostet. Das ist halt noch geschafft, das scheint gar nicht zu sein. Kennst du da nicht mit einem Häufer Drehmaschinen rum oder irgendwas? Brauchst du da das Geschäft dazu? Oder hast du so 10 Jahre eher das bessere oder irgendwas? Machst du das in die Garage? Ja gut, Garage nicht. Ich habe eine Werkstatt. Okay. Aber halt Maschinen. Aber nichts 10 Zentimeter. Nichts 10 Zentimeter. Ja, und wo ich halt das einmal in der Platte habe. Nee. Ja, nee, weil ich wenn man die Plan machen, ist ja ein Kleinkraftspinner die Platte. Nee, was halt mit der Edelstahlplatte probiert. Ja gut, du brauchst eine scharf schneidende Platte und dann halt wieder mit der Drehzahl. Ja, aber scharf ist also, das ja gerade beim Titan. Wenn es dann mit der Edelstahl gemacht wird, ist es eher ein bisschen stumpf, aber eine ganz scharf bei der Einplatte mehr oder weniger. Da hast du irgendwie, dass der Spann sich auch mit verdreht hat, anderes Teil, und dann hat es dann auch scharf. Ja, klar. Das wäre jetzt mal riesig. Ich meine, der Preis von dem Ding ist natürlich auch eine absolute Hamburger. Das ist eigentlich die Schlüssel. Das wird mal ein schön großer Klopper. Ja, das ist ein bisschen ein Das wird mal schön Blaze Orange. Ja, das wird mal ein schönes Outdoor-Messer. Das ist geil, leicht diese Teile. Wir sind übernommen, ne, mit dem Preis. Genau, mit dem Preis. Okay, wir haben hier ein neues Messer von Chris. Ja. Aber es ist billiger geworden, glaube ich. Billiger geworden, genau. Ehemals 1200, jetzt nur noch 1899, jawohl. 30-jähriger Kartoffelkrieg war das in Usbekistan. Zu beziehen im neuen Online-Shop von BFG. Ja. Aber ohne Scheide, die kostet extra. Die kostet extra wie viel? So? Ja, aber schon mal 2,50 Euro pro Scheide. Prost. Prost. Jawohl, es regnet wieder mal. Aber morgen soll das Wetter besser werden. Also Leute, kommt noch vorbei. Angelhaken. Die Augenhaken sind aus dem Ziegenknochen vom Rotwildstumpf. Der Knochen ist schon so gewachsen. Ja, das heißt, es ist nicht so gewachsen wie es ist, aber das, so wie der Knochen gewachsen ist, kann man draus. Holy moly, ein Vollcarbon-Griffstück.
von Win and Win Black. Wahnsinn. Clipper. Guck mal, ne? Das sind Langbögen, Lisa. Als Größenvergleich mal. Wow, die sind ja 2 Meter groß. So Leute, das war Tag Nummer 1 auf der Bogen- und Messermachermesse in Eisenbach. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen mit den Messern heute. Morgen machen wir eine große Bogen-Action und siehe da, kaum ist heute Samstagabend Feierabend, kommt sogar noch die Sonne raus. Morgen wird es richtig gut. Wer noch in der Nähe wohnt, kommt vorbei. Morgen gibt es jede Menge Bogen-Action und bis dorthin viel Spaß hier mit Hillbilly TV unterwegs. Morgen wieder hier Eisenbach Bogen- und Messermachermesse Teil 2 am Sonntag und ich glaube, das wird morgen eine richtig schöne Action. Also, bis bald. Ciao.